So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir Khal Krontit besiegt, wortwörtlich. Wir haben ihn sterben sehen und haben somit Tamriel bzw. ganz Nirn von einer sehr großen Bedrohung gerettet. Und der Ionenstein drohte aber zu explodieren, der wiederum die Bedrohung wieder ins Leben gerufen hat, dass man halt Tamriel ganz Nirn dadurch zerstören könnte. Und Abnotan und Nafala sind zurückgeblieben, um halt mit ihrer Magie bzw. Macht diese Explosion in Zaum zu halten, dass halt nicht Tamriel, Elsweyr oder sonst irgendein Gebiet zerstört wird. Und wir wissen aber nicht, was mit dem guten Tarn passiert ist. Wir wissen allerdings, dass Nafala mehr oder weniger wohlbehalten zurückgekehrt ist, aber allerdings sehr verstört. Und vielleicht werden wir es aus ihm herauskitzeln, was da oben geschehen ist. Aber werden erstmal mit den Drachengardisten hier reden. Als wir sahen, wie die Insel auseinanderzubrechen begann, konnte ich Saji und Kaska gerade noch so davon abhalten, in die Sprung zu hüpfen und loszusegeln, um euch aus dem Meer zu fischen. Könnt ihr euch das vorstellen? Navigieren zu wollen, während Teile der Insel herunterregnen? Ich schätze, es ist der Gedanke, der zählt. Der Gedanke. Wisst ihr, ich habe nachgedacht. Vielleicht bin ich nicht dafür gemacht, zur Drachengarde zu gehören. Ich fühle mich so jung im Vergleich zu Sai Sahan. So unerfahren. Aber er hat auch mal klein angefangen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit fertig geworden wäre, auf dieser fliegenden Insel zu sein. Ihr habt euch euren Platz in der Drachengarde verdient, Aelia. Das habe ich? Natürlich. Ich meine, das habe ich, nicht wahr? Ja, das und hast du. Ich habe unsere Streitkräfte hier unten befehligt, während ihr und Sai dort oben wart. Ihr wisst einfach immer, was man sagen muss, oder? Ja. Vielen Dank, meine Freundin. Ich werde daran denken, während ich danach strebe, mehr Erfahrung zu sammeln. Ja, dann viel Spaß dabei und viel Glück bei all dem, Aelia. Wisst ihr, es gefällt mir wirklich, ein Teil von all dem zu sein. Aelia von der Drachengarde. Ich werde euch und Sai Sahan stolz machen. Also kein Wort mehr darüber, die Drachengarde zu verlassen, ja? Nein, das war nur ein Anflug von Zweifel. Doch ihr habt mir den Kopf gerade gerückt und ich werde meine Berufung sehr ernst nehmen. Ich gehe dahin, wo auch immer die Drachengarde mich braucht. Ich werde auch nach Senschal zurückkehren und meinen Vater besuchen. Das zumindest schulde ich ihm. Das stimmt. Diese Drachengarde, sie ist gut, aber man muss noch ein bisschen an ihr arbeiten. Zum Glück hat Sai Sahan mich, damit ich diesem traurigen Haufen noch ein wenig Vernunft einbläuen kann. Ach, seid mal nicht so streng, Kaska. Aber was meint ihr? Die Arbeit, die Mission. Wir mögen sozusagen die Clanmütter der Drachen ausgeschaltet haben. Doch es müssen noch viele niedere Drachen beseitigt werden. Das Dafür stimmt. Muss die Drachengarde kämpfen lernen. Und kämpfen, das ist meine Spezialität. Ihr plant also bei der Drachengarde zu bleiben? Solange wie man mich dort haben will. Mich und Kapitän Saji. Ehrlich gesagt schlägt sich der Bärtige gut im Kampf. Ich glaube, ich könnte dabei auch das eine oder andere von ihm lernen. Es ist also das Beste für alle, wenn wir hier erstmal den Anker werfen. Ich glaube, ihr habt recht, Kaska. Dieser bedauert, dass er den ganzen Trubel auf Drachenholm verpasst hat. Saji erwartet aber, dass er beim nächsten Sturmangriff auf eine schwebende Insel dabei ist, ja? Habt ihr euch wirklich entschieden, euer altes Leben hinter euch zu lassen, Saji? Das Schmuggeln? Die Piraterie? Das Trinken? Dieser hat sie fallen lassen wie einen heißen Süßkringel. Also abgesehen vom Trinken. Ihr genießt es also, ein Mitglied der Drachengarde zu sein? Saji wollte immer ein Held sein. Die Drachengarde gibt Saji nun die Gelegenheit, etwas Wichtiges mit seinem Leben anzustellen. Etwas Gutes. Doch wir sollten feiern. Nicht die Entscheidungen bedenken, die uns an diesen Punkt geführt haben. Zumindest nicht, solange wir noch nüchtern sind. Es freut mich, dass ihr euch nicht ganz und gar geändert habt, Saji. Saji glaubt trotzdem, dass eine Feier angebracht ist. Vielleicht erwähnt er es gegenüber der edlen Königin von Anikina. Ah! Sie muss genug Gold haben, um ein ordentliches Fest auszurichten. Ihr habt abgesehen von der Feier noch andere Pläne in der Zukunft, für die Zukunft, Saji? Es müssen immer noch Drachen erledigt werden. Und die Drachengarde wird noch mehr Schiffe brauchen. Eine ganze Flotte von ihnen. Dann wird Kapitän Saji auch einen höheren Rang bekleiden. Was haltet ihr von Admiral Saji, ja? Ja.
So. Jetzt fängt es doch an zu regnen. Wir gehen jetzt erstmal schnell in die Drachen, in das Drachengarde-Refugium. Virgimi, was? Vater wollte das Birgimi. Achso, ja, das ist mir vollkommen egal, was euer Vater wollte. So, da haben wir das Refugium. Und ich glaube, ähnlich wie bei der Kriegergilde haben wir bestimmt ja auch diese Möglichkeit, wenn wir hier irgendwas schmieden, dass es irgendwie besser ist, als wenn wir das normal irgendwie schmieden würden oder sollten. So, Schmiedekunst, Skizzen. Verwerten. Naja. Im Übrigen hätte ich beinahe die Kralle von Nafala verkauft. Aber das habe ich zum Glück noch gemerkt und habe sie wieder zurückgekauft. Das hätte ich mir auch nie wieder verziehen. Verwerten. Braucht man nie, braucht man nicht. Das heißt, wir werden das bekommen, wenn wir ja, wieder irgendwelche täglichen Aufgaben machen. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, verwerten. So, da haben wir auch bald Rang 50 bei den zwei anderen Sachen. So, das müssen wir aber... Das Rudel von Elsweyer, ja, genau. Das Beste, was die Drachengarde zu bieten hat. Ja, das bin ich. Aber warte mal, was ich doch gucken wollte. Ich hab doch irgendwas. So weit habe ich natürlich nicht geguckt, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass wir wieder irgendwas zum Analysieren erhalten haben. Weil das letzte Mal, dass wir was analysiert haben, ist schon gefühlt 3 Monate her. So, das war Schmiedekunst. Oder? Nee, hä? Warte mal, oder war das Schneider? Stimmt, weil normalerweise hatte man doch hier dann irgendwie so ein Ausrufezeichen, dass man halt etwas analysieren kann. Okay, wie lange dauert das jetzt? Ach, nur 24 Tage, das ist ja nicht allzu lang. So. Ja, das bin ich. Nicht wir. Ich muss mit Nafala mich erstmal unterhalten. Bin ich schon wieder fast falsch gelaufen. Hallo Nafala. Geht's euch gut? Ah, Maskenträgerin. Ich sehe mich in meinem Zuhause um und entdecke reges Treiben. Die Schergen des Bärtigen. Sie huschen umher wie die Ameisen über den Mondzucker. Das ärgert mich. Ach Gottel, aber anstatt ihn irgendwie zu beruhigen oder Verständnis für ihn zu zeigen, falle ich gleich mit der Tür ins Haus. Was ist ganz am Ende auf Drachenholm geschehen, Nafala? Der Kampfmagier wollte die Energie in den Äonensteinen bändigen, damit die Entfesselung der Magie sich nur auf die zerfallende Insel auswirken kann. Ich habe ihm geholfen, dieses Ziel zu erreichen, ehe ich hierher zurückkehrte. Und Abnortan, ist er auch der Zerstörung der Insel entkommen? Ich weiß es nicht. Der Kampfmagier war schwach und erschöpft, doch er weigerte sich aufzugeben. Ach, der Stolz. Er wollte euch retten und dieses Land. Och, Mann. Ich verlieh ihm genug von meiner Macht, um diese Aufgabe zu bewältigen. Es war das Mindeste, was ich tun konnte, nachdem er geholfen hatte, Karl Gontit aufzuhalten.
Was hat Karl Grundtvig wirklich zu erreichen versucht? Ich kann euch nur sagen, was Karl Grundtvig geglaubt hat. Er glaubte, dass er mit genügend Macht als neuer Mond in den Himmel hätte aufsteigen können. Als neuer Gott, der Akatosh herausfordern kann. Mhm. Ob dies der Wahrheit entsprach oder nicht, er musste aufgehalten werden. Was mich angeht, wird es Zeit, weiterzuziehen. Nein! Schätzchen, wir haben es auch erst so gut verstanden. Seid ihr froh, dass Karl Conti tot ist? Froh? Dass eine so prächtige Kreatur wie Karl Grundtvig ausgelöscht werden musste? Nein, Maskenträgerin. Ich bin enttäuscht, dass es so weit kommen musste. Dass Karl Grundtvig uns zum Eingreifen gezwungen hat. Er war gefährlich. Also beendeten wir die Gefahr. Und nun muss ich aufbrechen. Wo wollt ihr hin, Afala? Wohin auch immer meine Flügel mich tragen, Maskenträgerin. Ich muss den richtigen Augenblick abwarten, wenn mein Eingreifen das nächste Mal gebraucht wird. Es tut gut zu sehen, dass wir zusammenarbeiten können, Sterbliche. Ich werde mich daran erinnern. Und nun lebt wohl. Lebt wohl, Nafala. Vielleicht treffen wir uns wieder. Maskenträgerin. Hoffentlich. Die Welt ist eher klein. Und das keine stimmt. Sorge wegen der Maske. Wie ich wird sie einfach abwarten, bis sie wieder gebraucht wird. Sagt es der Drachengarde. Sie hat meinen Respekt. War das jetzt ein Teaser? Duffy? Es war schön mit euch. Also nicht mit euch, sondern mit Nafala. Gehört. Nafala hat uns verlassen. Das ist wahrscheinlich alles in allem das Beste so. Wart ihr in der Lage, ihn dazu zu bringen, euch zu erzählen, was auf Drachenholm geschehen ist, bevor die Insel völlig auseinanderbrach? Er half Tan, die Explosion einzudämmen. Sie haben Tamriel gerettet, doch er wusste nicht, welches Schicksal Tan ereilt hat. Tan ist ein zäher alter Ziegenbock. Wenn man das irgendwie überleben konnte, dann hat er es geschafft. Ich glaube nur, diesmal gab es kein Entkommen. Oh, ich hätte es fast vergessen. Königin Camira hat nach uns verlangt. Sie will uns sehen. Uns alle. In Senschal. Ich finde das so krass. Ich meine, klar, er hat sich nie mit Abnu und Tan so richtig vertragen. Trotzdem waren die ja in diesem Rat mit Mani Makro für den Kaiser ja alle Mitglieder. Und er hat uns ja auch geholfen, gegen Molag Bal anzutreten. Dass man doch da vielleicht ein kleines bisschen Empathie oder Herzschmerz empfinden kann, so mal das Mindeste. Hat Camira sonst etwas gesagt? Sie hat sich eher kryptisch ausgedrückt. Aber ich glaube, sie möchte eine Feier abhalten. Zu Ehren der Drachengarde und unserer Erfolge. Doch vorher will sie noch mit euch sprechen. Ihr findet sie im Palast von Senschal. Ich werde Camira in Senschal aufsuchen. Königin Camira hat mich beeindruckt, meine Freundin. Nicht jeder Herrscher bringt sich zum Wohl seines Volkes bereitwillig in Gefahr. Tamriel könnte ein ganzes Dutzend wie sie gebrauchen. Camira hat die gesamte Drachengarde nach Senschal eingeladen? Das hat sie getan. Wir folgen ihrem Ruf in Kürze. Um einen guten Eindruck zu machen, muss die Drachengarde darauf vorbereitet sein. Ich werde Saji und Kaska erklären, welchen Protokollen sie folgen und welche Sittenregeln sie einhalten müssen. Hoffentlich bleibt etwas von dem hängen, was ich ihnen erzähle. Vielleicht. Reicht aber auch nicht. Und guck mal. Achso. Ich wollte gerade sagen, wie er sehnsüchtig gen Himmel schaut, um Nafala vielleicht nochmal zu erblicken. Also was mich trotzdem mal interessiert, ob das jetzt vielleicht schon ein Teaser war, dass man eventuell, es muss ja jetzt nicht in einem DLC sein, aber vielleicht in einem offenen Verlies, also in so einem Verlies, was man sich auch noch kaufen kann, ob man da nochmal auf Nafala irgendwie stößt. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. So, was wir mal ganz schnell machen ist, dass wir mal die... Oh. Wie können wir euch beschützen, Königin, wenn ihr uns immer wieder zurücklasst? Ich bin doch kein zerbrechliches Kätzchen, Samarak. Meine Pflichten haben stets Vorrang. Ah, 5 Kralle.
Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich habe eine wichtige Aufgabe für euch, während ich mich um meine königlichen Beschützer kümmere. Was soll ich tun? Ihr müsst mich bei dem kaiserlichen General Renmus vertreten. Er kennt mein Ziel, die Konföderation von Elsweir neu zu gründen und eine China mit Pelitine wieder zu vereinen. Angesichts ihrer Dienste will ich den Schilden von Senschal einen Platz in diesem wiederhergestellten Königreich anbieten. Und ihr wollt, dass ich dem General dieses Angebot unterbreite? Unbedingt. Es gibt niemand anderen, dem ich eine derart heikle Verhandlung anvertrauen würde. General Renmus weiß schon, dass so ein Angebot im Raum steht. Ich möchte, dass ihr ihm dieses Angebot offiziell unterbreitet und herausfindet, was er denkt. Okay, das kriegt man, denke ich, mal hin. Also, warte mal. Wollen wir mit denen noch reden? Anscheinend bin ich rechts abgebogen, als ich Einsamkeit erreichte, obwohl ich nach links gemusst hätte. Nun, jedenfalls bin ich jetzt hier. Also, habt ihr mich gerufen oder habe ich nach euch geschickt? Catwell, mit euch hätte ich hier gar nicht gerechnet. Ich finde mich auch nur selten dort wieder, wo ich zu sein erwartet hätte. Eines der großen Mysterien des Lebens, möchte ich fast sagen. Meine Portale bringen mich meist dorthin, wo ich gebraucht werde. Ob ich das nun gleich erkenne oder nicht. Recht praktisch, wenn auch gelegentlich etwas verstörend. Was habt ihr so getrieben, seitdem wir es das letzte Mal gesehen haben? Ein bisschen hiervon und ein bisschen davon. Vor allem Letzteres. Nicht so sehr Ersteres. Ich habe ein paar Aufgaben für Königin Kamira erledigt. Ab nur Tan besucht. Sogar einen oder zwei Drachen ausgeschaltet. Die kleineren. Nichts allzu beeindruckendes. Was ist mit dem Haus, das ihr in Kaldhafen bauen wolltet? Wie nett, dass ihr euch daran erinnert. Die Skampen arbeiten Tag und Nacht, um es fertigzustellen. Bald wird es der perfekte Rückzugsort, wo man nach all den Questen und dem Draufgängertum mal zur Ruhe kommt. Ihr müsst mich besuchen, wenn ihr das nächste Mal die Ebenen im Reich des Vergessens bereist. Okay. Samarak kann es immer noch nicht glauben, dass ihr hier seid, Fünfkralle. Doch Samarak ist froh, dass ihr in der Nähe wart, um die Königin zu beschützen, wenn dieser es schon nicht war. Nun muss sich dieser um das Gepäck der Königin kümmern. Sie möchte für ihr nächstes Vorhaben besonders königlich wirken, ja? Ich finde es auch schön, euch wiederzusehen, Samarak. Seid ihr schon lange hier? Wir sind vor kurzem eingetroffen. Nachdem Königin Kamira uns zurückließ, hatten wir einen langen Marsch aus dem Norden vor uns. Samarak hätte sich ja mehr Sorgen um sie gemacht, doch wir hatten es unterwegs mit Drachen und anderen feindseligen Kreaturen zu tun. Erfüllt der Dienst als Königin Kralle all eure Erwartungen? Er hat sie übertroffen, Freundin. Er hat sie übertroffen. Während Samaraks bisheriger Dienstzeit hat sich Königin Kamira als sehr umtriebige Monarchin erwiesen. Sie ist genau das, was Elsweyr braucht. Selbst wenn es diesem die Arbeit umso schwerer macht. Wir haben auch gehört, dass die Drachengarde zurückgekehrt ist und von Sai-Sahan selbst angeführt wird. Ich frage mich, ob die Freischärler gut genug für die Garde wären. Seit wir uns auf Königin Kamiras Bedingungen einließen, sind wir schon gegen den ein oder anderen Drachen in die Schlacht gezogen. Arbeiten ihr und die Zygnus-Freischäler noch immer für Kamira? Wir haben noch viel zu tun, bis der durch Euraxia angerichtete Schaden behoben ist. Und die Königin ist sehr großzügig, was die Entlohnung angeht. Als Samarak ein paar Truppen brauchte, um die königlichen Aufpasser aufzustocken, meldete ich mich freiwillig dafür, ihn mit den Freischärlern zu begleiten. Wurde sie auch auf eurem Weg hierher in Gefechte verwickelt? Oh, in nichts, was mit dem zu vergleichen wäre, womit wir es in nördlichen Elsweyr zu tun hatten. Andererseits mussten wir auch nicht auf schwebenden Inseln gegen Drachen kämpfen. Ja, wir haben alles darüber gehört. Klingt erheiternd. Sobald sich alles wieder etwas beruhigt hat, muss ich unbedingt eure Fassung dieser Geschichte hören. Unbedingt, unbedingt. So, jetzt reden wir mit dem General. Und hoffentlich nehmen wir das Angebot an. Kann's eigentlich gar nicht ablehnen. Wie soll ich denn überhaupt etwas schaffen bei diesen ständigen Störungen? Entschuldigung. Ah, ihr seid es. So wie ich das gehört habe, müssen wir euch dafür danken, dass der Drache aufgehalten und die schwebende Insel beseitigt wurde, ja? Hab Dank. Doch was führt euch gerade jetzt in mein Arbeitszimmer? Königin Kamira hat mich an Sand den Schilden eine Position in der wiedereingesetzten
Konföderation von Elsweyer anzubieten. Also, Anekina will Pelitine zur Rettung kommen? Wir haben uns ganz gut allein geschlagen, nur damit ihr es wisst. Ach, wem mache ich da etwas vor? Die Schilde haben nur durch Glück und Hartnäckigkeit durchgehalten. Und dann kamen die Drachen. Königin Kamira will nur helfen. Meine Soldaten und ich haben dem Kaiserreich einen Eid geschworen. Wenn wir diesen Eid verraten und der Königin von Kremten dienen, was sagt das über unsere Ergebenheit und Treue? Tja, ist mir doch egal. Ich bin nur zwischen Stolz und Ehre hin und her gerissen. Was denkt ihr, Drachengardist? Da ich das Kaiserreich nicht kenne und keine Kaiserin bin, ist mir das Kaiserreich eigentlich so gut wie egal. Deswegen nimm das Angebot der Königin an, Senschal braucht die Schilde und die Schilde brauchen Unterstützung. Ihr merkt da etwas Wichtiges an. Das Kaiserreich existiert nicht mehr. Und das natürlich auch noch. Aber Senschal braucht uns immer noch. Es wäre ehrlos, uns von diesem Dienst abzuwenden. Wohlan denn. Für Senschal und sein Volk werden wir Königin Kamiras Angebot annehmen. Viel Glück, General Renmus. Vater, entschuldigt die Unterbrechung, aber die Zeremonie beginnt gleich. Perfekt. Und Aelia, ich habe Königin Kamiras Angebot angenommen. Wir werden helfen, die Konföderation von Elsweyr wieder aufzubauen. Das sind hervorragende Neuigkeiten, Vater. Senschal braucht die Schilde und die Schilde brauchen die Unterstützung eines Monarchen. Nun kommt mit, wir müssen euch alle zu dieser Zeremonie bringen. Wie ihr wünscht, Vater. Schön. Da kann ich alles an seinen Schal beruhigt den Rücken zukehren. Wenn wir doch den Wandteppich haben, dann ist ja alles im Lot. Seht her, hier kommt Kalkron die Schlechterin. Ja. Skoro! Nun ja, ihr wisst aber wirklich, wie ihr euch aus Ärger raushaltet, ha? Natürlich wären wir alle schon fünfmal tot, wenn ihr nicht immer zu eurer Nase in irgendwelche Dinge stecken würdet. Treibt euch immer noch im südlichen Elsweyr herum? Ja, Mareki meint, wir hätten noch nicht alles gesehen, was es zu sehen gibt. Da haben wir noch ein paar uralte Ruinen zu erkunden. Natürlich hat eine Soldklinge kaum noch etwas zu tun, nachdem ihr hier durchgefegt seid. Lasst dem Rest von uns auch noch ein kleines Abenteuer übrig, ja? Ja, mal gucken. So, wen haben wir hier? Bürgerin, Bürgerin. Bürger, Bürger, Bürger. Niemanden. Bürger, Bürger, Bürger. Katina. Ach, das war die Katina. Wie seltsam, dass Träume Leute und Orte zusammenführen können. Erzählt mir mehr über diese Träume. Sind sie immer noch gleich? An den Anfang kann ich mich nie erinnern, aber sie enden immer gleich. Ich stehe vor der Zitadelle, genauso wie wir es jetzt tun. Plötzlich bin ich drin. Ich gehe einen klammen Gang hinunter, der sich zu einer größeren Kammer öffnet. Hatten wir es dann schon? Dann entdecke ich ihn an seinem Schreibtisch. Den Mann. Moment, müde? Oh, nein, er sieht uns so. Okay. Ich dachte, die sagt, oh, vielen Dank, dass ihr Elsweyr gerettet habt und alles toll, alles schön, aber irgendwie... Kann es doch nicht so wichtig zu sein. Meine teuerste Freundin, ihr müsst euren Platz unter den anderen Drachengardisten einnehmen. Die Zeremonie kann erst beginnen, wenn alle, die ich zu Ehren gedenke, an Ort und Stelle sind. Ist das alles wirklich nötig? Prunk und Pomp sind eine nötige Komponente jeder Zeremonie. Die Massen verlangen das. Außerdem will ich die Leistungen der Drachengarde ehren, darunter auch eure. Nehmt diese Belohnung und lächelt, Fünfkralle. Wir fangen gleich an. Yay! Bewohner von Senschal, lasst uns die Mühen der Drachengarde anerkennen. Sie hat Elsweyr vor dem Zorn der Drachen gerettet. Lasst uns zunächst die Köpfe senken und ab nur Taren gedenken, der sein Leben gab, um Tamriel zu retten. Zudem bereitet es mir große Freude, die Rückkehr von Sai-Sahan und der Drachengarde zu verkünden. Mögen sie stets über uns wachen. Ich tanze mit aus der Reihe. Die Ehre ist ganz auf unserer Seite, Königin Kamira. Und schließlich möchte ich mit euch allen meine Freundin und Champion ehren, die die Bedrohung durch Khal-Grand Thit ein für allemal beendet hat. Vier hoch auf Fünfkralle! Vier hoch auf die Drachengarde!
Bier? Nein, Saji hatte schon mehr als genug. Danke vielmals. Die Drachen sollen mich holen. Mhm. Ach, Alidia, guckt mich nicht mehr aus euren traurigen Augen an. Ist die Zeremonie vorbei? Ach Gott, Saji. Hat Saji einen Orden bekommen? Saji wollte immer einen Orden. Ach, Saji. Das sieht auch wunderschön aus. So, jetzt reden wir ja nochmal der Kamira. Hat sie noch was zu sagen? Ich wünschte, ich könnte eine Verlautbarung herausgeben und so unsere sämtlichen Probleme lösen. Doch so geht es leider nicht. Fürs Erste feiern wir. Danach müssen wir zurück an die Arbeit. Drachen, die Wiedervereinigung von Anekina und Pelitine, der Neuaufbau der Versorgungslinien. Es gibt so viel zu tun. Klingt, es würdet ihr sehr schwer beschäftigt sein, Kamira. Ich schätze schon, doch ich werde nicht vergessen, was ihr für ganz Elsweyr getan habt, meine Freundin. Ihr und Abnur-Tam. Vielleicht hat der alte Kampfmagier eine Statue verdient? Darüber werde ich nachdenken, wenn ich mich gerade einmal nicht um die laufenden Staatsgeschäfte kümmere. So, dann haben wir noch die Tardalia. Und wieder habt ihr uns gerettet, Maskenträgerin. Aber sonst nichts zu tun. Sie ist froh, dass sie eure Führerin sein konnte, wenn auch nur für kurze Zeit. Falls ihr euch je wieder verlaufen solltet, betet einfach zu Kinarti. Sie ist immer zur Stelle, um Heldinnen wie euch zu helfen. Wie kommen ihr und Saji miteinander aus? Eine einfache Frage mit einer komplizierten Antwort. Tadali wird nur so viel sagen. Es wärmt ihr Herz, Saji neben den Helden von Pelitine stehen zu sehen. Diese ist froh darüber, dass er gute Freunde an seiner Seite hat. Mögen Kinartis Winde ihn in seine wahre Richtung lenken? Ja, mit Sicherheit. Und ja, damit wären wir soweit fertig. Wir haben dann nur noch die Wandteppichfetzen als To-Do. Und dann werden wir in der nächsten Folge erst einmal die wir jetzt noch gefunden haben einsetzen. Dann gucken wir einfach noch, welche jetzt noch fehlen und werden in der nächsten Folge diese Aufgabe noch zu Ende bringen. Ich denke mal, so lang wie im nördlichen Elsweyr mit den ganzen Reliktfragmenten wird es, denke ich mal, nicht laufen. Aber ich kann auch eines Besseren belehrt werden. Und ja, ich hoffe, euch hat die Geschichte rund um das südliche Elsweyr gefallen, auch das DC. Ich muss sagen, ich fand es schon ein bisschen besser als das nördliche Elsweyr, weil wir einfach einen Drachen hatten, mit dem wir zusammengetan haben. Und ja, ich bin da jetzt sehr angetan von dem DLC und muss sagen, das steht jetzt über dem nördlichen Elsweyr. Und ja, dann bin ich gespannt, was das nächste DLC auf dem Kasten hat und hoffe, dass ihr mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.